Berenger Buschmann hier von Tim Gym. Servus, hallo, seid gegrüßt zum Video zum Thema Fersensporn fürs Functional Training Magazin. Heute hier mit einer Patientin als Beispiel für euch gerichtet. Ich werde euch ganz kurz zeigen, was diagnostisch für uns wichtig ist, was wir häufig feststellen, weil der Fersensporn oder der typische morgendliche Anlaufschmerz keine seltene Sache ist. Ist meistens bei Personen zwischen 40 und 60 Jahren, betrifft auch, sagt man so, 10% aller Erwachsenen, die darunter mal leiden. Und es ist sehr, sehr viel, was konservativ natürlich auch möglich ist, was probiert wird. Und dennoch ist häufig nicht immer der richtige Schlüssel sofort zu finden. Unserer Meinung nach hat ganz häufig die Fascia Curis, Achillessehne, Plantarfaszie natürlich sehr, sehr viel damit zu tun. Ist ja auch die Ursache, wie man auch immer wieder liest, dass die Plantarfaszie sehr entzündlich ist oder sehr verspannt ist an sich und auch das Gewölbe, die Mechanik natürlich eine Rolle dabei spielt. Aber ganz häufig ist das Problem auch weiter oben. Das heißt, häufig finden wir solche Einfälle, solche Verletzungen, solche Subfalar Injuries in der Fascia Cruris schon in der Wade. Einige von euch, die bei uns Seminare schon besucht haben, durften es auch schon mal fühlen, haben es vielleicht auch schon mal gemerkt, gerade im Sport Medical. Und das will ich euch jetzt mal kurz schildern. Und zwar gibt es zwei wesentliche Dinge an der Apparatur, wo man schon mal drauf achten sollte. Also grundlegend ist es natürlich wichtig, allgemein schon mal einen Beckenstand anzugucken. Gibt es da irgendwelche Unterschiede? Gibt es auch Schwächen vielleicht in den Hüftabduktoren, Außenrotatoren, also in der Beckenstabilität selbst, weil das natürlich sich nach unten weiterleitet. Das sind all die Grunddinge, die ich jetzt mal voraussetze, die wichtig sind, grundlegend zu betrachten, von oben nach unten hinweg. Gibt es irgendwelche alten Verletzungen? Gibt es ein schlechtes Schuhwerk? Gibt es schlechte Ernährung? Auch so, dass es einfach insgesamt ein übersäuertes Milieu eher sein kann, auch an den Sehnen selbst oder an den Aponeurosen. All das sollte man in der Anamnese abfragen. Das ist jetzt nur ein kleiner Zusatz, den es zu betrachten gilt, wo wir immer wesentlich darauf achten und damit eben auch wirklich viele Probleme lösen können. Bei unserer Patientin hier ist es jetzt so, dass wir auf beiden Seiten Beschwerden teilweise dann auch waren, immer mal links mehr, rechts mehr und sich das verlagert hat. Was hier zu finden ist, und vielleicht seht ihr es auch von dort im Video jetzt in der Entfernung ganz gut, ich habe es markiert, sind solche Verletzungen, solche Mikroverletzungen, die nicht muskulär sind, sondern wirklich oberflächlicher sind, letztlich am entweder wirklich Unterhautfettgewebe noch, an der Fascia superficialis oder eben bis hin dann auch zur tiefen Faszie, zur Fascia curis. Und wenn ich das Ganze hier abfahre, dann ist es so, dass man merkt, dass es dann ab einem gewissen Punkt in eine kleine Lücke fällt in der Struktur, und dort keine Gewebskontinuität vorhanden ist. Und diese Punkte, das ist jetzt für Sie nicht angenehm, sind dann auch auf Druck sehr empfindlich und sehr schmerzhaft. Und das habe ich hier auf beiden Seiten finden können. Im Moment ist der rechte Fuß schlimmer. Ich zeige euch gleich noch ein Bild, was es von der Aufnahme gibt, von der linken Seite aus dem Röntgen. Da sieht man auch, dass sich diese Osteophyten-Anlagerung dieser Fersensporn schon gebildet hat. Die Frage nur da und auch zu kollagenen Strukturen ist, warum bildet sich dieser Fersensporn und warum gibt es genau diese Ursache und warum ist der manchmal auch so lange symptomfrei, ja, wie auch vielleicht ein Bandscheibenvorfall, ähnlich, und man entdeckt ihn dann irgendwann. Das sind die faszialen Strukturen, die letztlich diese Schmerzen natürlich einmal kommunizieren und dementsprechend natürlich auch verursachen durch eben sehr extreme Spannungen, und der Knochen dann irgendwann an dieser Ansatzstelle sagt, die Zugkraft ist mir zu stark, die Festigkeit ist zu hoch. Das bedeutet, er versucht sich zu verstärken und baut Knochenmasse an. Ziel deswegen muss es sein, wenn man diese Diagnostik eben auch unmittelbar mit einfließen lassen kann, diese Verletzungen zu beheben, aber natürlich das gesamte myofasziale Gewebe in der Region so zu entspannen, dass der Zug erstmal auf diese Ansatzstelle verringert wird. Was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist das Heel Pad an sich. Und zwar kann man das ganz schön testen auch an der Ferse selbst, also dieses Fettpolster an der Ferse, um zu gucken, wie beweglich das ist. Weil ganz häufig ist es auch so, dass das sehr, sehr steif ist. Und der häufigste Schmerz ist natürlich auch an der Ferse innen, unten irgendwo beim Fersensporn, also an der medialen Seite. Den habe ich auch jetzt hier auf der rechten Seite, wo jetzt im Moment mehr Schmerz ist, nochmal mit markiert. Und da kann man eben auch wirklich gucken, wenn man sich den Fuß nimmt, wie beweglich dieses Fettpolster ist. Und sehr häufig ist es sehr steif und auch daran sollte man dann wirklich arbeiten, dass das ein bisschen beweglicher wird, unabhängig, wie gesagt, auch von der Mechanik, wo wir gleich noch dran gehen. Und da kann ich dann immer direkt hier an der Kante sozusagen mich auch einhaken und über solche Zugtechniken dieses Fersenpolster mobilisieren.
Ansonsten betrifft das natürlich allgemein die Faszientherapie, die manuelle Faszientherapie, den Bereich dann auch auszuarbeiten. Heute geht es darum, der Patientin und auch euch zu zeigen, was ihr unmittelbar selbst schon unternehmen könnt, um die Strukturen wirklich zu entlasten. Und damit machen wir gleich weiter.